Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und heute entführt uns Hannes in seinen Creek of Selville Exotic Animal Park. Die Highlights von seinem Zoo sind einmal das Raubtierhaus, die Mandrillinsel, die auf dem Selville Lake liegt, und der Raubtierpfad. Und zu guter Letzt wünscht uns der liebe Hannes noch ganz viel Spaß bei unserem Ausflug in seinen kleinen Zoo Creek of Selville. Und schon geht's los. Ab in den Zoo von Hannes. Creek of Selville Exotic Animal Park klingt ja auch sehr interessant. Bin mal auf die exotischen Tiere sehr gespannt. Oh, okay, wir kommen erstmal hier an. Hier ist auch erstmal eine Straße wieder, wo Autos, Busse fahren, Bushaltestellen. Ein Cabrio, oh, wie cool. Mega nice. Sind wahrscheinlich Sachen aus einem Workshop, aber trotzdem finde ich immer cool, was die Leute hier so alles bauen. Mega kreativ. Doch ein schöner Bus. Und der ist sogar extra für den Zoo. Nicht schlecht. Gut, den Standard Jeep haben wir noch. Oh, der Bus sieht ein bisschen seltsam aus von den Proportionen, muss ich sagen. Der sieht ein bisschen zu breit aus, oder? Oder kommt das nur mir so vor? Aber sogar so ein Ziehharmonika-Bus. Mit nochmal so einem Gelenk und einem weiteren Anhänger hinten sozusagen. Ja, sehr schön. Hier sind dann die Bushaltestellen. Auch mit schönen Fahrplänen und so. Ich kann mir vorstellen, dass das alles aus dem Workshop ist. Die ganzen Autos, die Bushaltestellen und so. Sind halt so Standardobjekte, die man sich gerne mal aus dem Workshop dann holt. Willkommen. Hier geht's dann in den Zoo. Oh, das sieht wirklich super schön aus. Toll mit den Zäunen und der Bepflanzung. Richtig nice. Creek of Selville. Ja, das erinnert mich schon wieder so ein bisschen an so Nordamerika, so ein bisschen. Vom Baustil her. Liegt, glaube ich, an der Bepflanzung und an der Felsauswahl. Ah, das ist wahrscheinlich der Ausgang später. Da geht man dann durch den Shop raus. Gehen wir mal jetzt ganz normal vorne hinein. Gehen wir mal hier an die Kasse. Meinen ist eigentlich egal, weil alle Kassen sind gerade frei. Also von daher macht es keinen Unterschied. Aber du hast so einen netten Schnäuzer. Dann möchte ich gerne ein Ticket von dir haben. Hi. Er begrüßt uns sogar. Sehr cool. In der Springbrunnen. Ja, leicht Musik im Hintergrund, glaube ich. Bin mir aber unsicher, ob das vom Spiel ist oder wirklich eingebaut wurde hier. Wenn dann auch ganz leise nur. Ah, guckt mal, hier kann man schon das erste Tier sehen. Hier ist so eine richtig schöne Höhle. Was sind das für Bären? Grizzlies dürften das sein, ne? Ja, wo man dann den Grizzlies hier beim Schlafen zusehen kann. Wir sollen übrigens einem Rundweg folgen. Da müssen wir gleich mal gucken. Das wird die Tour sein, ne? House of Predators war ja eins der Highlights. Hier wird auch sauber gemacht. Finde ich cool, dass hier mal ein anderer Boden eingebaut wurde. Finde ich eh immer nice, wenn man da mal ein bisschen Variation hat. Sehr interessant aus. Eine kleine Shop-Ecke. Gibt es auch Toiletten. Habe ich hier noch was übersehen auf der Seite? Ich glaube nicht. Hier ist alles abgegrenzt. Das sind auch Mitarbeitergebäude, so wie es aussieht. Aber trotzdem sehr schön eingebaut hier vom Stil. Mit Glas, Holz, solchen Stahlträgern, Fenster und auch noch so kleine Elemente wie ja, Lüftungsanlagen und so weiter. Hm. Ja, da hinten ist, glaube ich, irgendwas ausgebüxt. Da rennen schon die Leute. Oh oh. Panik. Irgendjemand wird gleich gefressen. Ja, wir sollen aber da hinten, glaube ich, lang gehen. Ne? Wir gehen jetzt mal die Tour ganz normal entlang. Bin schon viel zu viel abgewichen hier. Schildkrötis. Oh, wie süß. Kleines, niedliches Gehege. Das ist toll. Sehr schön gestaltet. Ich finde das hier auch sehr elegant gemacht. Mit der Abgrenzung. Das sieht nice aus. Schön bepflanzt. Ich bin sogar da hinten durch und ich glaube, von der anderen Seite kann man dann auch nochmal gucken.
Grizzly Viewing. Gehen wir doch mal hinauf. Ah, wie schön. Da sind die Grizzlies. Zwei Babys und Mama Grizzly. Mama Grizzly planscht gerade. Die Babys trauen sich nicht ganz. Oh, toll. Sehr idyllisch. Bin auch alles mit Felsen drumherum gebaut. Finde ich sowieso mal nice. Sehr schön gestaltet. Ist jetzt alles sehr stimmig in deinem Zoo. Oh, hier haben wir schon den großen See. Seville Lake. Da ist die Mandrill-Insel. Das ist ja auch eins der Highlights. Sowas finde ich immer cool. Wenn man auf einem See eine Insel baut für Affen. Richtig schön. Vielleicht kriegen wir da gleich auch nochmal einen besseren Spot, von wo wir aus gucken können. Da, Mandrill House. Ich denke mal, da sollen wir jetzt direkt reingehen, ne? Das ist ja cool, dass hier so Wasserplätschern und so ist. Direkt beim Haus. Ach, hier können die rein. Ah, ich verstehe. Da sind sie. Auch sehr schön. Leute aus dem Weg. Hier können die dann schlafen. Haben ja auch super Klettermöglichkeiten. Mega cool. Auch ein schönes Glasdach, damit die Bäume auch ein bisschen Sonnenlicht abbekommen. Und dann können die hier, glaube ich, raus und da hinten auf die Insel, oder? Ich glaube schon. Da dürfte nämlich der See sein. Hier war aber noch irgendwas anderes. Ja, hier sind noch andere Sachen, die habe ich gerade übersehen. Timberwolf Viewing. Oh ja, schön. Sogar mit ein bisschen Schnee. Das ist wieder ein Wolfsbaby. Sieht auch super aus. Das ist echt ein tollen Baustil. Sehr, sehr schön gemacht. Sehr schön gestaltet. Hier wieder super eingebaut. Schöne Felsarbeit. Also das passt alles so gut zusammen. Oh, hier ist der Wasserfall. Oh, das ist eine nice Idee. Bei so einem Haus so einen Wasserfall einzubauen. Das sieht ja richtig cool aus. Richtig schön. Dadurch ist auch so eine schöne Geräuschkulisse dann. Aardvark-Haus. Dann nochmal Aardvark. Erdferkel, oder? Aardvark? Ja, tatsächlich. Ja, auch cool mit so einem kleinen Dach hier drüber. Oh, da sind sie. Das sind auch so bezaubernde Tiere, ne? So süß. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Ding schon mal in echt gesehen habe. Glaube nicht. Auch ein kleines, tolles Gehege. Du hast hier auch die, warte mal. Das ist sogar selbst gebaut. Das sind nicht die fertigen Barrieren. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum die so unregelmäßig sind. Finde ich aber cool. Das ist nice. Hat irgendwie was. Diese fertig Standardbarrieren, die mag ich ja sowieso nicht so gern. Aber dadurch, dass du es hier selber gemacht hast, finde ich das richtig cool. Das ist echt schön. Oh, hier ist das Häuschen. Relativ schlicht, aber warum nicht, ne? Finde ich jetzt nicht so verkehrt. Hier kann man die dann nochmal schön fotografieren, so wie die Leute. Oder halt einfach nur zuschauen beim Schlafen. Die Pflanzenwahl ist auch super. Du hast auch super sorgfältig und sauber gearbeitet. Tiger Path. Ich denke mal, den sollen wir jetzt noch nicht lang gehen, oder? Ich denke nicht. Hier kann man auch nochmal gucken. Also, dass es genug Spots gibt, wo man gucken kann. Dafür hast du gesorgt. Hier kann man nämlich auch nochmal rumlaufen. Kann wirklich von allen Seiten drauf schauen auf die Erdferkel. Hier haben wir auch nochmal einen süßen Schuppen. Den hat man gar nicht gesehen vorhin. Das ist ja niedlich. Schaut mal, wie süß das da drin schläft. Oh, cool. Haben wir die nächsten Tierchen schon? Sind das Okapis? Komm ich da ja immer schwer, ne?
Ich glaube, das sind nicht Okapis, sind die anderen, ne? Wer sind die denn nochmal? Niala, genau. Niala sind das. Die beiden verwechsel ich auch immer. Sehen sich aber auch ein bisschen ähnlich, muss man sagen. Auch wieder sehr schön gemacht hier mit der Abgrenzung. Ja, schönes Gehege. Natürlich wieder sehr ebenerdig, aber trotzdem super interessant gestaltet. Schön hier mit den Wegen, die du markiert hast, hier mit dem Bodentool. Mega schön bepflanzt. Oh, was ein tolles Tier. Und da kommen noch mehr. Und wahrscheinlich die Weibchen, ne? Oder die Babys. Die ist sogar ausgewachsen. Das sind die Weibchen. Die Männchen haben ein schönes Geweih. Das Haus sieht auch cool aus vom Stil. Hier was übersehen auf der Seite? Nee, das war Tiger. Nee, was nicht? Tiger Food Corner. Ich habe echt Angst, mich hier ein bisschen zu verlaufen. Aber ich glaube, dein Zoo ist sehr übersichtlich. Was haben wir denn hier? Oh, hier sind noch Mods installiert. Da ist noch ein falsches Bild drin. Das ist jetzt schon mal ein kleiner Spoiler für das andere Projekt. So Leute, weiter geht's. Ich habe mal die Mods eben deinstalliert. Normalerweise ist es nämlich ein Löwenschild, wie ihr seht. Scheint hier ein Löwengehege zu sein. Oh, da ist gerade einer reingelaufen. Man hat ihn ganz kurz gesehen. Aber ansonsten... hier draußen gerade leider keiner. Finde ich cool. Das ist halt hier das Raubtierhaus, auch eins der Highlights. Und die haben halt hier noch so einen kleinen Außenbereich. Hier hätte man vielleicht noch ein paar mehr Felsen machen können bei dem Übergang. Das ist hier teilweise ein bisschen kantig. Aber ansonsten ist das schon nice, die Idee. Gehen wir mal hinein. Beziehungsweise gehen wir mal erstmal hier außen nochmal lang. Das sind immer schöne Toiletten. Ah, hier kann man auch nochmal gucken. Ah, wie schön. Hier sind Tiger. Das ist auch cool gemacht, dass hier nochmal so eine Ecke ist mit einem kleinen Dach. Und dann kann man hier reingehen und nochmal durch Glas schauen. Hier ist nochmal ein kleiner Essensbereich. Und dann kommen wir wieder hier lang. Okay, dann haben wir auch nichts verpasst. Dann können wir jetzt ohne schlechtes Gewissen zu haben hier reingehen in das Raubtierhaus. Oh, auch sehr schön. Der Boden ist echt nice. Allgemein so die Gestaltung gefällt mir echt gut. Sieht sehr modern aus. Oh, wie schön. Hier können die Katzen dann hochklettern. Da oben schlafen die dann bestimmt ungestört. Mega nice gemacht. Schön gestaltet auch hier. Auch cool mit den grünen Wänden dann hier. Wie sieht das dann natürlicher aus? Überall Efeu. Da ist dann noch ein riesiger Außenbereich. Den werden wir bestimmt gleich auch noch sehen. Gibt ja auch noch den Tigerpfad, ne? Ich denke mal, da können wir die dann auch nochmal beobachten. Oh, hier sind die Löwen. In einem ganz anderen Stil. Sieht aber auch cool aus. Die gelben Wände sind auch sehr passend. Da schläft der König. Oh, und ein Baby kommt reingehoppelt. Das ist hier das gleiche? Ah, die können hier durchgehen. Okay, hier ist dann nochmal so ein anderer Bereich für die. Hier können die dann auch noch rein. Dann haben die auch einen richtig großen Innenbereich. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch noch Löwen ist. Ah ne, hier ist ein Schneeleopard drin. Okay. Damit hat sich das erledigt. Das heißt, hier gibt es dann noch eine dritte Katze. Die sehe ich leider gerade nicht. Aber sehr cool gemacht. Ich finde es auch gut, dass du das so erhöht gebaut hast. Das gefällt mir. Dadurch hat man das wirklich sehr schön auf Augenhöhe alles, das ganze Geschehen. Ich hoffe, die Schneeleoparden sehen wir jetzt gleich nochmal. Würde jetzt fast sein, dass wir den Tigerpath nochmal lang gehen. Haben wir den nämlich auch abgehakt. Oh, echt schön gestaltet hier. Hier ist das besser gemacht. Hier ist das mit so ein paar Felsen und so kombiniert. Sieht dann gleich um einiges besser aus. Kommen sie alle raus, die Tiger. Schön, dass die Bäume hier teilweise so ein bisschen rüberragen über den Weg. Das mag ich auch sehr gerne. Kann man nochmal auf die Mandrill-Insel schauen. Und mit etwas Glück einen Affen zu Gesicht bekommen. Ist da einer? Da ist einer, ne? Aber ja, da sitzt, glaube ich, gerade einer. Ich glaube, du hast das so gemacht hier, dass dieser... See, der Mittelpunkt von deinem Zoo ist und wir einmal
sozusagen um diesen See herumgehen, also hier um den Seville Lake. Ich eine ziemlich gute Idee. Gehen wir mal wieder zurück. Und dann geht's mit der Tour den Raubtierpfad weiter. Ah, das dürften jetzt die Schneeleoparden sein, ne? Hier war gerade der Innenbereich, den wir gesehen haben. Da ist auch einer. Oh, ein Baby. Hat sich versteckt. Hängt er da fest? Komm, dich retten wir mal eben. Ich glaube, du hängst da fest. Wir befreien dich aus seiner Lage. Oh, jetzt kann er sich wieder bewegen, der Kleine. Oder? Auch nicht. Okay, dann können wir ihnen wohl doch nicht helfen. Jetzt hier sogar noch einen Springbrunnen reinmachen können. Sind hier dann noch andere Schneeleoparden gerade zu sehen? Nö. Aber cool gestaltet. Wir können gerade auch nicht rein. Schauen wir nachher von oben. Was haben wir denn hier? Darf man hier rauf? Ich denke schon, ne? Ja. Das ist auch cool so. Mega nice gemacht hier mit so einer Betonwand und dann oben das Glas drauf. Was ist denn das für ein Gehege? Oh, Jaguar. Da sind sie auch. Können ja auch irgendwie reingehen. Auch ein Baby da hinten. Hier endet das Ganze auch schon. Hier kann man einmal so rumgehen. Bin ich nachher mal gespannt, wie das von oben aussieht. Ich glaube, das sieht richtig cool aus mit dem Beton hier. Da habe ich auch ein ganz rundes Gehege. Nächste Raubtier, eine Hyäne. Auch interessantes Gehege. Schöne Höhenunterschiede. Da hinten auch wieder so ein kleines süßes Haus. Schöne Felsarbeit, gut kombiniert mit dem Terrain. Sieht echt nice aus. Da sind sie. Haben ja auch einen Innenbereich. Ey! Will mich hier voll anfallen, die Hyäne. Auch super hier wieder gemacht mit den Positionen, wo man gucken kann. Finde ich richtig schön. Das Hyänenhaus. Oh, mit Vivarien. Auch schön. Auch hier wieder super von innen gestaltet. Varien auch schön eingebaut hier. Gut, dass ich die Mods deinstalliert habe, sonst hätten wir wieder keine Glasscheiben hier drin. Sieht aber sehr schön aus. In die Varien an sich gucken wir jetzt nicht genau rein. Ist aber super eingebaut hier. Ah, okay, hier ist der Raubtierpfad zu Ende. Das sind jetzt aber Okapis, oder? Ich glaube schon. Und auch so durchgucken. Sowas finde ich auch immer cool, wenn man dann so durch Blätter durchschauen kann. Mit etwas Glück dann hier das ein oder andere Tier schon sehen kann. Das ist immer nice. Oh, hier ist ein kleiner Käfig für ein chinesisches Schuppentier. Auch cool gemacht. Ich glaube, der Zoo ist wirklich sehr kompakt und klein, aber richtig gut aufgebaut, also sehr durchdacht. Dadurch hast du viele Tiere untergebracht. Und das nächste. Red Panda Mountain. Gehen wir da doch mal hinein. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen verlaufen, aber wir gehen gleich nochmal zurück. Wir gehen dann mal andersrum. Auch nice. Cool, dass das hier so ein bisschen höher mit den Glasscheiben ist. Und dadurch, dass hier ein Berg ist, dass man trotzdem sehr gut alles erkennen kann. Hier ist auch gerade ein Panda. Oh, die Leute gehen hier leider ein bisschen rein. Da ist er. Ich gehe jetzt nochmal eben schnell ein Stück zurück. Bin jetzt nochmal hier bei den Schneeleoparden. Wollte nämlich nochmal gucken, wo uns der andere Weg hinführt. Die Tour hat uns ja hier lang geführt, aber wir können natürlich auch noch hier lang gehen. Ich glaube aber, das ist einfach nur ein sehr schön gestalteter Weg. Mit Pflanzen und Bäumen. Genau, und dann kommen wir auch hier wieder raus. Sozusagen eine Abkürzung, um den Raubtierpfad zu überspringen. Und hier geht die Tour weiter. Da waren wir gerade auch. Das war von den Okapis, die man hier wieder leicht erkennen kann durch den Zaun.
Haben wir hier? Ach, das ist noch der Red Panda Mountain. Okapi Viewing. Halt mega gut durchdacht hier alles. Das ganze Wegenetz. Da sind sie. Auch wieder schön gestaltet. Ein schönes kleines Becken zum Planschen. Oh, guck mal, wie nah die sind. Das ist doch wundervoll, oder? Voller Ausblick. Das ist echt schön. Auch wieder perfekt von der Höhe. Fühlt sich richtig so an, als wenn man ganz nah an den Tieren dran ist. Und man fühlt sich trotzdem sicher natürlich, weil man oben auf so einer Plattform steht. Ein begehbares Gehege. Der rennt hier schon. Jetzt eilig. Oh, Katas. Eine süße Katas. Auch cool. Habe ich jetzt schon öfter gesehen mit dieser Decke. Oh, mega schön. Immer richtig viele Klettermöglichkeiten. Auch wieder super idyllisch hier aus. Ein bisschen mehr Musik wäre noch cool, aber ansonsten ist das schon super nice. So, wir haben auch, glaube ich, nichts verpasst. Okay, Pygmy Hippo, das sind, glaube ich, die kleinen Hippos, ne? Die Zwerghippos. Hier ist nochmal ein Ausguck. Ah, okay. Also wir haben jetzt wirklich auf ganz, ganz engem Raum sehr, sehr viele Tiere gesehen. Und alle Gehege wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Auch das hier sieht super aus. Auch alles ungefähr im gleichen Stil gehalten, aber das finde ich auch völlig in Ordnung. Da gehen wir wahrscheinlich gleich auch noch durchs Hippo-Haus und können dann nochmal Underwater Viewing machen. Dann finden wir das sicherlich jetzt heraus. Ja, genau. Hier geht es dann nämlich zum Underwater Viewing. Oh, da ist sogar eins. Ah, wie nice. Seht ihr ja sogar perfekt an der Scheibe. Auch wieder super gestaltet. Oh, Elefanten gibt es ja auch noch. Hier ist das Elephant House. Der Elephant. Englisch gemischt. Leider gerade keiner drin. Aber ist ja auch gutes Wetter, ne? Gehen mal draußen lang. Ich hoffe, ich folge noch einigermaßen dem Weg. Ich laufe hier nämlich schon wieder so ein bisschen... Oh ne, die Tour geht hier lang, okay. Ich habe gar nicht mehr auf die Schilder geachtet. Ich bin so ein bisschen selbst hier lang gelaufen. Hier gibt es ja richtig viel. Arealhaus. Gehen wir auch mal hinein. Eigentlich gibt es hier... Oh, das sieht nice aus. Ja, Handy. Entschuldigt die kurze Unterbrechung. So, hier waren wir stehen geblieben. Cool aus. Hier auch das Wasser plätschert. Einfallen sollte man hier nicht. Da unten schwimmen nämlich riesige Gangesgaviale. Aber auch cool gemacht, hier diese Türen einzubauen. Ah, und jetzt sind wir wieder bei dem See. Das ist wieder die Mandrill-Insel. Ich sag ja, das ist der Mittelpunkt. Das ist ziemlich cool. Sind, glaube ich, jetzt gleich einmal rum um den See. Jetzt sind wir auf der anderen Seite der Schildkröten. Hatten wir vorhin gesehen. Da waren wir vorhin. Der Seite. Ah, cool. Oh, die Nadeln hängen vielleicht ein bisschen zu tief. Kann man sich ganz schön ins Auge pieksen. Aber das ist nur eine Kleinigkeit. Hier kann man dann nochmal die Elefanten sehen. Oh, wie wundervoll. Auch sehr schön gestaltet. Ich finde, du hast das auch sehr gut mit diesem hohen Gras überall gemacht. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig zu benutzen, aber du hast das sehr, sehr schön gestaltet. Nicht zu viel, nicht zu wenig. An den richtigen Stellen. Diese afrikanische Elefanten. Auch wundervolle Tiere. Das ist im Hintergrund auch super gemacht. Oh, da brüllt er. Das ist mega cool mit diesem weißen Berg da im Hintergrund. Das sieht schon cool aus. Wirklich tolles Bild. Gehen wir mal ein Stück zurück.
Weil ich Angst habe, hier irgendwas Wichtiges übersehen zu haben. Ich glaube aber nicht. Nee, da waren wir gerade. Da sind wir auch reingegangen. Aber dann haben wir alles richtig gemacht. Also du hast dein Zoo wirklich so gestaltet, dass man sich eigentlich gar nicht verlaufen kann. Jetzt sind wir nämlich wieder hier vorne. Hier waren wir nämlich vorhin schon. Ah, perfekt. Richtig guter Rundweg. Ganz, ganz toller Zoo. Steht auch nochmal gut bei. Kann man leider nicht so gut lesen, weil zu nah dran sind. Aber wir gehen natürlich durch den Shop zurück. Oh, hier gibt es dann nochmal so eine Claw-Maschine. Ein paar Deko-Sachen, die man kaufen kann. Und sogar nochmal einen Frosch. Da ist er. Zum Abschied. Und ein Leguan. Der ist auch hier vorne. Da. Und dann kann man ihn so verlassen. Dann geht's zur Bushaltestelle. Und ab nach Hause. Ja, richtig cool. Hat mir echt Spaß gemacht, der Zoo. Gucken jetzt natürlich nochmal kurz von oben. Das hier war die Straße. Das ist der riesige Plaza, der Eingangsbereich. Auch mega schön. Alles super sorgfältig gebaut. Und dann sieht man hier nochmal ganz gut, hier ist dieser See. Und da ging halt einmal der Zoo drumherum. Ist sehr gut gelöst. Hier vorne hatten wir die Grizzlies. Waren echt viele Tiere, ne? Also Hammer. Und die Wölfe. Wunderschön hier eingebaut. Tolle Felsarbeit. Sogar hier noch Stützen. Mega. Das fand ich auch richtig cool. Mit dem Wasser, was hier rausplätschert aus dem Haus sozusagen. Das Gebäude sieht auch an sich mega nice aus. Hier ist dann die Mandrill-Insel. Können Sie sich dann wohlfühlen. Auch echt schön gestaltet. Erdfäckelchen. Ich glaube, wir haben aber auch nichts übersehen. Das waren die Nialas. Hier waren die Löwen. Und dann hier in den Innenbereich gehen. Oh, so sieht das Ganze aus. Dann kommen die hier raus. Ach, hier haben die sogar nochmal so einen Vorbereich. Hier können die sich dann zurückziehen vor den Blicken der Zuschauer. Wenn sie sich dann zeigen wollen, dann gehen sie hier hin. Aber hier fühlen sie sich auch nicht wirklich belästigt. Das ist alles verdunkelt. Ja, das Haus hatten wir von innen gesehen. So sieht es von außen und von oben aus. Das Predator-Haus. Auch so richtig cool gestaltet. Tolles Dach. Mit diesen verschiedenen Höhen. Und dann da immer noch so Scheiben eingebaut. Kommt da auch ein bisschen natürliches Licht rein. Hier war der Außenbereich von den Tigern. Dann war hier der Tigerpfad. Wenn wir entlang gegangen sind. Hier waren die Schneeleoparden. Der Kleine ist immer noch da vorne. Hängt immer noch fest. Jetzt sehen wir sogar mal andere Schneeleoparden. Und dann auch hier reingehen. Ins Haus. Hier ist dann der Innenbereich. Der jumpt da uns in die Kamera. Ah, perfekt. So, gehen wir den nochmal ein bisschen weiter entlang. Was hatten wir hier noch? Ach ja, das waren die Jaguare. Konnte man da noch hinten hin? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube, das war nicht gewollt. Also man guckt dann wirklich von hier oben einmal. Auch sehr schön gestaltet. Ich mag das richtig gern mit diesen Betonmauern. Und dann da oben dieser Zaun, beziehungsweise die Glasscheiben. Ah, die haben hier auch so ein kleines Haus. Das ist ja süß. Da können die sich dann auch zurückziehen. Selbst das ist schön gestaltet. Aus, obwohl man das gar nicht gesehen hat. Besuchersicht, weil das hier hinter den Bäumen war. Sehr, sehr schön. Dann hatten wir hier die Hyänen. Auch mega gut. Die hat natürlich auch ihren Innenbereich. Haben wir auch gesehen. Hier kamen dann die Okapis, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Die haben wir auch gerade zu Genüge gesehen. Hier war dann nochmal die Schuppentierchen. In diesem kleinen süßen Käfig.
Hier waren die roten Pandas. Auch einfach ein rundes Gehege. Finde ich aber cool. Tolle Idee. Hier waren die Lemuren. Das begehbare Gehege. Auch sehr schön gemacht. Super aus. Die haben ja auch nochmal so einen Innenbereich, so wie es aussieht. Oder ist das Mitarbeiter? Ne, das ist wirklich ein Innenbereich. Den habe ich gar nicht gesehen. Nochmal hier mit Glasscheiben, damit natürliches Licht reinkommt. Hier können die sich dann zurückziehen. Oder sind da Scheiben drin? Ne. Da könnte ich dann wirklich so ein bisschen zurückziehen vor den Leuten. Das ist ja auch immer wichtig für die Tiere, ne? Damit das die Rückzugsorte haben. Hier waren die Hippos. Die haben wir auch gesehen. Hier war das Elefantenhaus. Sieht auch cool aus. Schläft hier direkt vor der Tür. Hier war das Ganges-Gavialhaus. Hätte man vielleicht sogar noch so ein bisschen Nebel oder so reinmachen können. Für die hohe Luftfeuchtigkeit, die da wahrscheinlich herrscht. Ah, wirklich mega, mega schön gemacht. Das war der Zoo. Das war Creek of Selville. Hatte richtig Spaß gemacht. Wirklich ein ganz toller Zoo. Schauen natürlich nochmal ganz kurz bei Nacht drüber. Da sehe ich jetzt auf den ersten Blick nichts, was besonders angestrahlt ist. Aber das ist gar nicht richtig ausgeleuchtet teilweise. Aber das macht ja auch nichts, ne? Man muss ja nicht ganz auch bei Nacht noch gestalten. Man kann es ja auch einfach so handhaben, dass der Zoo bei Nacht geschlossen ist. Macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Ja, egal. Das war auf jeden Fall Creek of Seville. Hat richtig viel Spaß gemacht. Schreibt mir immer jetzt in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Hannes fandet. Und falls ihr selber mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.